Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von GTA Online. Mittlerweile Brammen, den seht ihr jetzt der Vöbel. Und da ist Team Johnny und Peter. Und wir spielen Come Out to Play. Ich weiß, was müssen wir jetzt machen? Das weiß ich selbst noch nicht, aber die Missionsbeschreibung war irgendwie zwei Rennen weg und zwei müssen verfolgt werden oder so. Ach so. Ja, alles klar. Ja, bei vier Leuten macht das doch Sinn, oder? Ja, da zwei wegrennen und zwei verfolgt werden müssen. Take out the runners. Zwei rennen weg und zwei müssen verfolgt. Wohin? Wir müssen hier rechts lang. Wir müssen die Fluchtzone erreichen. Die sind doch hinter uns, oder? Ja, wir müssen die Fluchtzone erreichen, Jay. Oh. Ey, der sieht aus wie Roger Rogerson übrigens, ne? Ja. Gibt's denn hier keine... Die kommen doch hier schon an! Ja, wir Peter, brauchen... hilf mir doch mal, du Arschloch! Ach, du bist doch auch echt ein Noob, weißt du das? Lol, der hat dich verarschen? Ich hab grad Peter Bram gemacht. Lol, wieso bist du nicht gestorben? Ach, man kann okay, sich man, nicht das ist Sinn der Sache, das dass man nirgendwo einsteigen kann. Wir müssen das zu Fuß schaffen. Ja, ich bin tot. Aber wieso bist du nicht an meinem Motorrad gestorben? Du bist einfach ein blöder Wichser, Peter, was ich nach dir geschmissen habe. Leute. Hans, verreckt. Und wir können nicht laufen. Das kann nicht wahr sein. Ne, wir können nicht laufen. Wenn wir absteigen, ist sofort wieder drauf. So. Oh! Peter spürt meine Shotgun. Hast du gut gemacht, Peter, mit deinem Ego-Trip. Okay, wow. Verdient. Also okay, die Leute auf den Motorrädern können nicht absteigen. Und das war voll lame, das Level. Leute, ich möchte gerne einen, der besser im Team spielen kann. Ich wusste nicht, dass wir nur eine Chance haben. Naja. Runde wir können das gerne nochmal versuchen. Ich denke mal, wir wechseln jetzt die Seiten, oder? Würde sein. Das wird ja Best of, weiß ich nicht, 5 oder 3 oder sowas sein. Das ist bestimmt am Anfang eingestellt worden, aber naja gut. Lol, wie geil sehe ich denn aus? Okay, wir müssen jetzt rennen. Ja, ich sag halt, du siehst aus wie Roger Rogerson. Ja, ohne Spaß, mit einem geilen weißen Anzug. Okay, Jay, lass jetzt mal endlich im Team spielen, du Spacko. Ah, ich Alter. Auch vor allem, ne? Alles Arsch. Klar, Bram. Die soll mal ankommen mit ihren Fahrzeugen. Ich hoffe, das explodiert. Alter! Ich hoffe, das explodiert auf einen Schlag. Hoffe ich aber auch. Du hast das auch in der Hand, ich seh's schon. Lol. Ich bin vom Motorrad. Ey, lass mal, wenn die nicht absteigen können, lass doch irgendwie hier einfach in den Gärten rumlaufen, oder? Boah, ist der erste tot? Alter, ich hab den nicht mal gesehen, richtig. Der war schon tot. Lol! Bäm! Beide weggemacht, ja. Ich würde sagen, das war schmerzhaft. Was hatten wir gehabt? Granatwerfer. Wir haben nur eine abgesägte Schrotflinte, okay. Ich hab alles an Waffen, würde ich. Ja, haben wir natürlich überhaupt nicht drauf geachtet, Jay und ich dummerweise. Ups. Habt ihr das auch? LOL! Ich bin runtergefallen. Du auch. Herr Bram, kannst du jetzt nicht mehr mitspielen? Nee. Ich kann dir nur noch zugucken. Okay, das ist ja irgendwie... Ach so, das macht voll Sinn, was du da machst. LOL. Nee, das nicht. Ach so. Na, Moment, wenn ich von da komme, muss ich hier lang. Boah, voll geil, wie du verarscht hast. Ja. Alter! Aber die explodiert nicht sofort, wenn ihr. Oh, da links neben dir ist einer! Ja, ich weiß! Halte durch, Jay, ich komme! LOL! Nein! Nein! Der hat sich selbst verletzt! Der Motorrad ist mit explodiert! Okay, das ist cool, wenn man weiß, worum es geht. Ich will das nochmal spielen. Was ist das denn jetzt hier? Kann man nicht irgendwie nachgucken, wie viele Runden wir noch spielen? Sehen wir jetzt Three? Keine Ahnung. Ist jetzt wahrscheinlich vorbei. Hä? Aber ist doch unentschieden. Einmal hin, einmal zurück. Also Best of 2 kann ja nicht, oder? Ja, richtig. Ja, gut. Stimmt, irgendwas passiert jetzt auch wieder. Geht auf jeden Fall noch weiter. Ja, okay. Ich bin wieder auf dem Motorrad. Runde 3. So, Peter, wo lang gehen wir jetzt? Wir müssen vor allen Dingen... Bist du schon am Spielen, Dennis? Straße gehen. Nee. Okay, ich wollte gerade sagen. Check, wir müssen zu dem Gelben hin. Ich bin noch in dem Ladebildschirm, Dennis. Warte mal. Dann werde ich jetzt auch erstmal. Ja, ich kann ja schon mal einen versuchen wegzumachen. Ja, nee, also das Spiel läuft bei mir, aber. Das Spiel läuft bei mir, aber ich sehe den Ladebildschirm. Ich kann auch die Kamera drehen, dann sehe ich das auf der Map. Warte mal, wenn wir jetzt hier die Straßenseite wechseln sollten. Ja, also GTA Online ist nicht besser, verbuggt, wie ihr seht. Ich kann nichts machen, Bram. Du musst das reißen. What the fuck? Muss das reißen. Hier willst du die Straße. Da ist er! Ja,
Gab aber trotzdem Cash. Ja, das gab Cash. Cash ist immer gut. Trotzdem mal Like. Wobei, ja, eigentlich müsste ich, eigentlich hätte ich disliken müssen. Ja, mit dem Bug, ja. Ja, gut. Schon die aber erste. So viel mehr habt ihr gar nicht gekriegt an Shit. Nö. Nee. Das stimmt. Okay, come out to play. Belagerungszustand, da, lass belagern. Da, Belagerungszustand Siege. Ist echt cool. Genau. Da hab ich auch für. Das belagern. Ja, wir müssen 4 Minuten lang durchhalten an das Meth-Labor stand da gerade. Da kommen richtig viele, Alter. Oh ja. Aber das gibt ohne Ende RP und Money. Zumindest wenn du lange durchhältst, nicht wenn du in der ersten Minute stirbst. Erstmal, ein warte, Leben, warte, warte, jetzt nicht sofort starten, bitte. Na, bin ich denn richtig? Das haben wir, okay, ich kann. Weiß ich gar nicht, wie viele leben. Voll West Coast. Das weiß ich auch nicht. Warte mal, steht das nicht da? Three rounds? Oh, das ist gar nicht das mit den... Oder? The attackers try to take out the holes out with only the use of sword and shotguns. Glaube ich. The attackers have unlimited lives. Ja, 2-on-2 mit 4 Leuten in einem Team. Oder 3-on-1 offenbar. Alles klar. Alle drei. Wir müssen Bram platt machen. Wow. Easy. Ja, du einen geilen Anzug an hattest. Katz! Ja. Wer kann das eigentlich einstellen? Wie könnt ihr euch denn da umziehen? Nee, das macht Bram, glaube ich. Das macht Bram. Also die Affen finde ich ja noch persönlich am coolsten. Die finde ich echt geil. Vor mit dem... Wobei Bram sieht dann scheiße aus, wenn wir die Affen sind. Und, ne, so. Bin ich der Vogel. Du bist der Vogel, weil du uns reißt, Junge. Ja, Moment, wir reißen den Vogel. Ja, es kommt drauf an. Hui. Ja, ja, ja. So, weh, ich hab jetzt wieder hier einen Fehler. Ich will jetzt spielen, Jungs. Christian mit seinem Leopardenkostüm, ey. So, wir haben nur abgesägte Schrotflinten. Ich denke mal, Bram wird auf das volle Arsenal zurückgreifen können. Wahrscheinlich, ja. Aber dann weg mit dem. Take out the holder. Oh, ja. Before the time runs out. Oh, Zeitdruck haben wir auch noch. Geil. 4 Minuten, ja. Bram muss 4 Minuten überleben. Ja, voll die sexy Jogginghose, ey. Ich glaube, die habe ich bei What the fuck, muss der nicht einfach nur vor uns wegrennen? Ich glaube, der muss doch bei einem bestimmten Bereich bleiben. Das Meth-Labor, das wir übernehmen sollen, glaube ich. Schießt der! Ja, ja, der schießt von da hinten auf uns. So, Peter ist als erstes draufgegangen. Wer denn? Da hinten. Oh, oh. Steht auch okay, im Dach. Ja, richtig. So. Alter, der wirft mir Granaten. Ja, sicher. Muss ja gucken, was so geht. Aber das ist gut, wenn der wirft, kann er nicht schießen. War das schon einen richtig abbekommen, glaube ich, oder? Lo! Hä? Wie durch die Wand. What the fuck? Bullshit. Was, wie? Oh. Das war eine Explosion, Jay, das ist dir klar, oder? Echt? Das war eine Explosion? Okay, das sah irgendwie nicht so aus wie eine Explosion. Das Blöde ist, du kommst hier gar nicht rein, hier ist ja ein riesen Zaun drumherum. Bullshit. Oh, oh. Oh, aua, das hat wehgetan. Jetzt bin ich vom Dach gefallen. Hey, wo seid ihr, ihr geilen Snitches? Scheiße. Ich hab Bram weggeschossen. Okay. Nice. Sehr gut. Ja, da ist der Vogel gefallen. Ich glaube, das wird normalerweise mit mehr Spielern gespielt, habe ich so das Gefühl. Was? Nein. Das Gefühl. Aber schnell verdientes Geld, das kann man ja wohl sagen. Also jetzt sofort, jetzt gibt's noch die Rückrunde. Geil, jetzt mache ich alleine euch drei weg, oder was? Test. Das wird so geil. Das wäre ja ganz schön fies. Ja, demnächst spielen wir die Sachen dann irgendwie mit mehr Spielern. Ich denke mal, gibt's da nicht auch mehr RP? Ja, Hardy ja. Und Sepp wollen dem ja eh irgendwann hinzustoßen. Ja, stimmt. Also Hardy ist ja momentan nicht da und wir nehmen halt gerade auf, damit wir schnell eine Folge hochkriegen. Deswegen ist Sepp auch nicht da. Ey, aber dann spielen wir zu 6. Wer ist denn diesmal Verteidiger? Ah, Christian. In die Deckung gehen, Leute. An nix, der Junge. Da laufen sie. Spielt eigentlich die ganze Zeit in Ego-Perspektive, oder? Ich spiel gerade in Ego-Perspektive, ja. Nee. Oh Gott, er schießt! Ich glaube so, die Ego-Perspektive ist einfach nur für einen Singleplayer richtig geil zum Feeling. Ich weiß nicht, ob man hier vorzielen muss oder so. Er hat gerade mich ein bisschen im Visier, ihr könnt ihn flankieren. Machen wir gerade. Der sieht uns auf dem Radar. Was? Echt? Ja.
Boah, Alter. Genau, weißt du, ich bin hinter drei Häusern versteckt. Das war eine Granate, Alter, das ist dir klar, oder? Ja, deine Granaten kannst du dir sonst wohin schieben. Okay. Und wer ist denn da schon bei dem im Haus? Psst! Ja, meinst du, ich sehe das nicht, oder was? Peter, bist du schon im Haus? Den hab ich nicht gesehen! Wo hab ich das verraten? Boah, da kann ich mal! What the fuck? Oh Gott, schnell wieder ran. Granate! Weg! Weg! Angst. Oh lol, ihr könnt ja... Stimmt, ihr habt ja unendlich Leben. Ach du Scheiße. Ja, so easy ist das hier nicht, ne? Die Stimmung vom Sound her ganz geil noch. das hat wirklich funktioniert. Nix da, ich hab den Gastank hab ich in die Luft gejagt. Das ist ja wieder ausgeschlossen. Nein! Nein! Ich hab dem eine gegeben. Oh Gott, da ist er ja! Wie wir einfach wie die Zerklinge da reinrennen, ey. Ja. Wir müssen nach und nach Alter, das gibt's zusammen nicht. Da reingehen. Ich hab uns da weggemacht. Ja, müssen wir wirklich, Jay, du hast absolut recht. Hallo Chris. Ihr seid ja jetzt zu zweit, ihr macht das jetzt ja wohl. Ja, der schmeißt uns eine Granate an den Kopf und dann sind wir alle beide tot. Boah, Larry. Aber wo ist der andere Spacken? Scheiße! Nein! Geht doch. Alter, wie viele der von uns wegholt. Richtig. Das ist der Hammer. Spiel. Scheiße. What the fuck? Er lebt immer noch. Nee, ich brenne. Ich brenne! So Selbstmord begangen. Ich hab Selbstmord begangen. Scheiße. Nice. Ja, genau, Loser, ey. Wie oft ich euch weggeknallt hab. Weißt du, am Arsch. Ich hab 9 Kills gemacht. Und ihr habt keinen. Und ihr habt trotzdem gewonnen. Was? Musst nur wissen, wie. Ja. Ja, der Modus ist echt ganz nice, aber ich habe jetzt die ganze Zeit in der Ego-Perspektive gespielt. Jetzt ist Jay dran mit Verteidigen, oder was? Echt? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube ich. Hey, what the fuck? Ich bin ja, nochmal angreifen. Runde 3, wenn wir wieder wechseln, dann müsste Bram wieder dran sein, ne? Alter, nicht schon wieder. Ich habe schon wieder diesen Ladebildschirm. Könnte auch dran sein. Ich habe wieder den gleichen Fehler. Ich sehe den Ladebildschirm und kann aber unten die Map sehen und sehe, dass ich die Kamera drehe, wenn ich die Maus bewege. Okay, buggy. Also, das Spiel ist noch mega buggy. Das kann nicht wahr sein. Ja, es gab wieder dick Geld. Juhu. Ja, du brauchst ja auch RP. RP gab es aber auch. Ich bin schon... Das stimmt. Vor allem dürfte Johnny ja eigentlich gar nicht so viel brauchen, um hochzukommen. Ah, das ist doch kacke. Jedes Mal habe ich den Ladebildschirm da. Da waren die Runden eigentlich ganz witzig. Ich finde auch vom Gameplay her mit der Ego-Sicht ist das irgendwie nochmal ein Ticken lustiger. Gerade mit den Deathmatch-Modi. Boah, geil. Ich will falsch im Springen. Oh Gott. Ey, wie geht das? Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwann kriegst du die Steuerung ja bei diesem ganzen Flugtraining beigebracht, aber... Wir haben da auch neues Flugtraining, habe ich schon gesehen. Da kannst du auch Jet fliegen lernen mittlerweile und so. Okay, Wetter. Regnerisch. Ring und Sturm. Tageszeit. Nacht. Beste Kamera. Achso. Waffen. Ach komm, drauf geschissen, nee, oder? Waffen sind bei sowas schlecht. Ja. Dann okay, bist du Waffen nicht. Tot. Okay, ja, das können wir ja so machen, wa? Bla, ja. Okay, go. Ab Rang 11, du bist 7. Weil wenn du mit dem Fallschirm fliegst und schießen kannst, dann dauert das keine 3 Sekunden, bis die Leute alle drauf gehen. So, ich hab alles eingestellt. Your shoot. Ja, ich bin auch bereit. I'm auch ready. Gib ihm. Hä? Ready? 7 von 5? Wie geht das denn?
Okay, wie ging das denn? Ich weiß nicht mal mehr, wie man den aufmacht. Den ich auch nicht. Na da. Okay. 3, 2, 1, go. Komm. Ja, flieg dir schon mal. Hä? Ich bin voll dran vorbeigeflogen. Ich musste schon direkt öffnen. Oh, oh, oh. Ach, so ging das, ja genau. Boah, shit, wieso seid ihr schon so weit vorne? Ich bin auch weiter erstmal nach unten gefallen gerade. Oder nee, Moment, das ging nicht. Doch, das ging. Du kriegst ja Punkte, wenn du durch die Dinger fliegst, aber ja. Du kriegst auch Punkte, wenn du als erster durch den. Durch das Ziel kommst oder so. Scheiße. Oh, Kurve! Alter! So viel besser wäre auch zu Regen, ja, möchte ich mal ganz kurz sagen. Oh. Ja, stimmt. Nein! Nein! Okay. Bist du denn bist du abgestürzt? Nee, ich bin fast daran vorbeigeflogen. Ich hab so gerade noch mit meinem dicken Zeh vom rechten Fuß schon ganz den Kreis mitgenommen. Also bisher habe ich eigentlich alle Dinger mitgenommen, aber Bram ist noch viel weiter vorne als ich. Ja, ich hab noch nicht alle mitgenommen. Das ist, ich glaub, also du sammelst ja auch, also du sammelst ja auch nur Punkte dadurch. Oh Gott, jetzt hat landen. Kontrolle, wie geht man denn nochmal runter? Passt. Wie bist du so hart runtergegangen, Peter? Mit W. Jetzt zieht er den Fallschirm aus und was passiert jetzt? Oh shit. Nein! Ich bin irgendwo im Feld gelandet. Ich habe eine Runde zu viel gemacht. Scheiße, Detto. Scheiße. Hauptsache, ich habe eine Freundesanfrage gekriegt. Das ist wichtig. Weil Johnny fliegt noch. Ey, das soll ich doch mal Johnny, wo fliegst du hin? Ja, genau. Du musst halt noch einen so einen Bogen machen und dann ins Ziel. Und ich bin halt da auf dem Acker da links unten gelandet, weil ich halt eine Runde zu viel gedreht habe. Ja, das sieht. Oh nein, ja. Oh nein! Also so einen kleinen Kreis kannst du mit dem Ding nicht fliegen, Jay. Du musst doch mal. Warte, komm zu mir. Oh shit! Jetzt mach doch mal den fucking. Der dreht nur immer drumherum. Die Hunde. Ach was. Du wirst halt nicht mehr enger. Merkst du jetzt erst nach 3 Runden oder was? Jawohl! Ich bin jetzt gewischt gefallen. Wie Score 0? Jawohl. Ich hab 0 Punkte gekriegt. Ja, wenn der Ziel nicht triffst, hast du 0 Punkte. Oh Mann. Ja, Peter als einziger Punkt bekommen. Habt ihr alle das Ziel? Ja, wir haben alle das Ziel. Ich bin einfach voll Speed aufs Ziel. Habe ich 5 Punkte für Abzug gekriegt, wegen Gesichtsklatscher, aber das hat gereicht. Oh shit. did not finish, ey. So, komm mal noch. Einen Game noch. So, jetzt haben wir hier nur falsche. Ja, das war aktualisiert. Ja, refresh. Was? Warte mal, Panic Attack. Hot Dogs, geht hier Hot Dogs. Lass die Dinge. Rechts oben ist Überlebenskampf. Ja, rechts oben ist Überlebenskampf. Oh, der könnte natürlich jetzt ein bisschen dauern. Ah, gibt halt mal eine lange Folge. Dachte, wir mal ist denn ein gemeinsamer Überlebenskampf oder wieder so ein Überlebenskampf wie das? Nee, das muss ein Koop sein. Ich weiß noch, wie Peter und Hadi sich da damals die ganze Zeit um die Position gestritten haben, wo wir da irgendwie mal waren. Für Chase Rounds, ja, gib mal. Armor ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Ich kann Munition für alle kaufen, kostet nur 47.000. Wie spiel ich, ne? 1200. Purchase All Ammo, 164.671. Yeah. So viel Geld habe ich auch gar sein. Nicht. Ich kann nur eine Pistole kaufen, geil. Weil ich ja einfach so ein Level 7 Noob bin. Oh Gott. Ja, ich mach das schon mit Pistole. Oh, eigentlich nur bestätigen. Ich nehm die Carbine. Leute, ja, ich hab Maximum Schuss gekauft. Ups! Okay, also jetzt hab ich. Das überträgt sich allerdings auch ins offene Spiel, ne? Ja, geil, muss ich wenigstens nicht zu den Waffen laden. Joi, ist das nicht sogar. Kennen wir das haben nicht? Wir auf jeden Fall schon mal gespielt. Wieso ist meine Waffe pink? Meine hat einen Schalldämpfer. Ja, ich bin gut getarnt, ich bin grün und
Ja, Waffen kannst du hier auch teilweise aufnehmen, ne? Ja, ja, genau. Und die Rüstung nehme ich jetzt mal nicht auf. Ich habe nämlich fast schon volle Rüstung. Die brauchen wir nachher noch für die. Das stimmt. Wie viel? 4 Sekunden noch. 3, 2. Wieso kann ich denn keine Rüstung? Ich weiß, wir wissen jetzt natürlich nur nicht, von wo aus die Waves kommen hier. Take out the enemies. Da vorne. Da. Und nee, hinter mir? Okay, da, den da links. Hab ich habe auch einen gekillt. Oh, oh. Zurück. Oh shit, sind die oben? Ja. Komm, da kommen jetzt noch welche. Ja, ich weiß. Ich achte auch schon drauf. Nee, hey, das ist noch ein Leben, wa? Die sind unten im Gebäude drin, oder? Ja, sowohl als auch wahrscheinlich. Gib ihm Saures, dem Wichser da. Klettert einer hoch. Oder? Nee, ist tot. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, wo der sein soll. Tot. Oh, da ist schon die nächste Welle hinten. Oh. So, umdrehen. Wo ist der Spacken denn? Alter, wie viele da kommen? Ich bin runtergefallen. Oh shit. Ein Ding. Da kommen, bist du. Viele. Ich hab mal hinten den noch weggemacht und ich geh jetzt mal nach. Nee, die kommen hier hinten hochgelaufen. Geht ja immer voll reinrennen. Motherfucker. Keine Ahnung, ich mach das ja zum ersten Mal. Was weiß ich, mal gucken, wie lange. Du hast noch ein Leben, wa? Ja, aber ich glaube, war das nicht pro Runde oder so? Ein Leben. Man kann auch ganz oben drauf klettern. Ja, das kann übrigens, by the way, sein. Unten runter. Ich glaube, einer muss halt die Runde überleben, so war das. Wie lange muss man denn, wie viele Wellen muss man denn überstehen? So viele. Wie geht? Nee, du musst, glaube ich, komplett Welle 1. Oder? Ich habe am Ende keine Gegner gesehen, ey. Ja, Mann, 2! Wie so ein Seehund, neue Waffen, die du aufsammeln kannst, ja, für stärkere Gegner. Ja, jetzt gibt's auch die Carbines. Ja, ist umso besser, ich bin jetzt ganz oben auf dem Dach, ich kann keine Waffe machen. Ich bin Scout. Ich sag vor, wo die kommen. Jesse, Hilfe 1. Ich bin die richtige Hilfe gerade. Ey, mit dem Fallschirm hier runterspringen. Guck mal, ich sehe dich. Hallo. Hallo. Da oben. Dann sieh mal einer an. Da kann man hoch, aber man kann über das komplette See. Oh, die kommen schon. Oh shit. Alter, die kommen. Von Seiten kommen denn diesmal? Weil die sind schon wieder unten runter, die Penner, ey. Ich warte hier oben. Die von hier aus kaputt machen. Ich mach die da unten. Machen müssen die uns kaputt machen, müssen die irgendwas hier erreichen? Ja, die müssen uns kaputt machen, ja. Ah ja, okay. Gut. Kann die mal kommen, die Pisser. Ja, wo ist die Hure denn? Der muss doch direkt neben mir stehen. Ich such die auch gerade, Christian. What the fuck? Hier ist einer, der muss direkt neben mir sein. Da. Aua. Die kommen da alle hoch, Bram. Das sind erstmal nur so Farmer, die können ja nix. Pizzenfarmer. Ja, die Sperren kommen erst noch. Bauern, ey. Das sind Bauern, Alter. Ja, Bram, ich lass die dich da mal machen, wa? Das ist ja gerade echt so ein bisschen Maulhuhn, wa? Ja, genau, deswegen. Ja. Ich schau jetzt mal nach hinten ab. Wo ist die Hure? Und hier! Und hier! Oh, jetzt kommen die von der anderen Seite auch noch. Alter, die brauchen einen Schuss. Also, ich werde mega krass beschossen hier gerade. Ja, Mann, ich hab einen Kill! Wow. Oh, ich bin hier gerade. Hä, von wo? Ja, man muss halt ein bisschen die Position immer wieder wechseln, wa? Ja. Motherfucker, ich bin ein Farmer, ich trinke gerne selbstgebrauten Schnaps. Oh ja. Get down. Noob down, noob down. Peppermint Schnaps. Wo ist denn der Typ? LOL, ich bin runtergefallen. Hinter dem, ja. SJ. Nice. Egal, wenn er überlebt. Nee. Ich bin okay. kurz vorm Tod gewesen. Ja, dann sammelst du jetzt Leben auf. Oh, ich brauche Rüstung, fällt mir gerade auf. Ja, ich auch. Brauchst du einiges. Erst bei der Rüstung. Nein! So. Gibt's da nicht auch Teamschaden? Weil nee, das ist die Rüstung bei mir nicht annähernd voll. Nee, die wird nicht ganz voll. So, da kommt die nächste Welle da oben wieder. Ich jetzt einfach hier hinkämpfen, wenn die mal kommen.
eh nicht. Ja, die muss ja nicht mal Headshots geben. Ich hab jetzt irgendwie so eine Mini oh! gefarmt. Aber irgendwie kann ich die nicht benutzen. Gefarmt. Ja, gefunden. Komisch. Naja. Johnny, du solltest Kills machen, die geben auch RP, ne? Ja. Ja, wenn hier keiner ist, wo ich bin, dann ist es doof. Ja, dann musst du deine Position finden. Ja, ich hab einen gemacht. Da, jetzt kommen wir dafür zu mir alle. Oh, ich muss mal ein bisschen defensiver spielen, mir geht's nicht so gut. Da kommt ja ein Wagen! Da kommt ein Wagen! Ja, ja. Oh shit! Und diese blöden. Oh, das sieht gut aus, auch nicht so gut. Also man kriegt irgendwie nicht so hart mit, finde ich, spiele in der Ego-Perspektive, kriegt man irgendwie nicht so krass mit, wenn man getroffen wird. Da muss man halt schon echt die ganze Zeit auf die Leiste gucken. Ja, meine Figur ist relativ durchlöchert. Wo hab ich denn die jetzt? Wo hab ich die her? Du bist jetzt der Letzte. Oh. Ja. Er ist down. Jawohl! Welle 3. Easy. Jetzt siehst du hier von wegen nur Kills machen hier. Oben mit Peter gewesen. Lang erhöht. Oh, ich brauch Leben. Wie Schläger. Oh, wo gibt's denn Leben? Beides. Geil, Panzerfaust. Oh nein, Jay! Oh nein, sehr gut. Ich hab nicht mal mehr die Hälfte. Cool. Ah, da hinten ist noch Leben. Oh, da also in der letzten Runde haben die mir ordentlich gedrückt, die Schweine. Wer schießt nee, also auf mich? Der. Die Rückmeldung ist halt nicht so krass. Ja, das Feedback ist echt nicht so krass. Dass du Schaden kriegst. Ich kann auch gerne mal in der Perspektive spielen. You are a piece of shit. Ja, da kriegst du das mehr mit, weil der Bildschirm irgendwie blinkt. Ja, klar. Wir spawnen hinter dir. Nutzt ihr denn, dass ihr euch irgendwo hinter versteckt, oder? Ja, oh, da klar. Da kommt ein Hubschrauber, ne? Panzerfaust! Wer hat die Panzerfaust? Du musst den Hubschrauber runterholen. Aua, aua. Daneben geschossen. Wir haben keinen Schuss mehr. Oh, lol. Hey, Jay. Ich hab Schuss mit der Panzerfaust. Hm? Kein Schuss mehr. Daneben geschossen. Alter, der Hubschrauber gibt mir hart! Oh, das sind jetzt aber ganz schön viele Gegner da. Ja, die halten noch mehr aus. Ja, ich bin down. Okay. Wo ist denn der Heli da? Dann schieße ich da mal mit meiner Karabiner drauf. Nein. Ich hab den rausgeschossen, nice. Oder? Ich habe auch irgendeinen im Hubschrauber habe ich gekillt. Ich habe 13 Nee, das war nicht, gekriegt. Das war nicht der Pilot sitzt da drin. Fest. Okay, jetzt habe ich noch einen Flugzeug gekillt. Ja, der stürzt ab. Ah, jetzt macht den Abgang. Wo ist der denn hingefallen? Ich bin wieder da. Halte ich die Waffen eigentlich auch im Offline? Also dann in dem Spiel? Ich glaube schon. Cool. Erstmal Waffen einsammeln. Unter Jay ist noch einer. Schade, dass man sich auch nicht wiederbeleben kann. Das ist aber irgendwie trotzdem ungünstig gemacht. Dass die aber hier unter überlebt. Jawohl, jetzt bin ich wieder da. Peter, der alte Rambo. So, jetzt brauche ich. Die haben mich trotzdem von hinten überrascht. Kein Leben mehr. Jo. So cool. Das sind die grünen Kreuze auf der Map. Die bringen dir Leben, ne? Oh shit, das ist ja gar nicht hier unten, das ist da oben. Das wusste ich, Peter, danke. Aber trotzdem. Ja, mal gucken. Oh scheiße. Die spawnen direkt hinter mir. Ganz schlecht. Die sind halt nur so wenig. Kommt noch mit Sicherheit. Das Problem ist, dass ich zu dem einen Kreuz wahrscheinlich nicht mehr komme, vernünftig. Hey, der eine hat ein bisschen Rüstung verloren, immer geil. Hit! Oh, die können sich hier aber auch überall hinter verstecken, wa? Ich kann halt Q drücken. Nein, die wollte ich dann mal. Boah, was ein Headshot, ey. Mit Maus und Tastatur geht das alles natürlich schon ein ganzes Stück geiler, ey. Hört auf jeden Fall. Auf der Konsole war das aber auch nicht schwer. Einfach anvisieren und Leute. Schießen. Ja, wobei Headshots ja immer, hier gerade was ja immer drauf. Okay, Bram, ich versuche mal den zu holen, der uns da flankiert. Ich sehe ihn aber leider nicht. Wo ist er denn?
Hast du ihn da weggemacht? Ja, der ist tot. Okay. Ui, ui, ui. Oh, die kommt von hinten ran. Da kommt ein Auto. Auto ist down, glaube ich. Ah ne, da ist noch einer drin. Jetzt ist er down. Alter, wie viele Leute hier sind. Warum halten die auch immer länger mehr aus? Ja, ja. Boah, die ganzen... Ja? Scheiß, ich bin down. Fahr mal. Shit! Das ist das Problem. Der ist da rechts, ja? Ja. Okay, ist down. Guck mal, was Peter so macht. Kann ich dir aus der Ego-Perspektive zu? Naja, kann ich leider nicht. So. Wo kommen wir denn jetzt? Links oben. Da ist noch einer. Das wird jetzt wohl kaum die komplette. Okay, wow. Die komplette Welle. Ja, krass, echt überlebt. Die Jacke nehmen, ja. Na, wo ich gestorben bin. Blöd ist, ich brauche jetzt natürlich auch wieder. Wie war das? Mausrad, ne? Auszeichnung, Überlebenskünstler. Juhu! Brauche ich alles nicht. Diese Granaten. Da. Ich habe keinen Granatwerfer mehr. Frage ist, aber ich hätte, ich hätte Tränengas habe ich. Ja, ist ja auch schon mal was. Wo sind die denn? Ein paar sind oben, aber viele auch nicht. Ich sehe keinen auch nicht mehr angezeigt, glaube ich. Nur wenn einer von uns die sieht, glaube ich. Oh, stimmt. Da kommt was. Da kommt ein Auto. Motherfucker! Die drücken aber auch direkt jetzt gerade einmal einen rein. Ich kann den Typen kann ich nicht aus dem Auto rausschießen, leider. Doch, das, also den anderen funktioniert. Wenn die noch in weiter Anfahrt sind, habe ich das zumindest nicht hingekriegt. Okay. Alter. Geht doch. In weiter Anfahrt. Was seid ihr jetzt gerade mit dem Zug gekommen, ihr Schweine, oder was? Was hat der denn für eine Knarre? Alter, das war der Fette. You get your brother down. Ich komm hier gerade mit ganz dicken Kalibern an, die Jungs. Hey, ich hab ein Geld. Geld ist immer gut. $15, ey, was sind das denn für Lappen? Sind halt Farmer, ja, das sind halt Farmer. Mit Knarren. Wenn die Knete haben, dann stecken die das in ihre Traktoren rein. KBL 200, Junge. Kramer KBL 200, ja genau. Ja, wo ist der Letzte? Ja, irgendwer rennt doch da bei dem rum. Ja, aber ich sehe den nicht. Ist der unten drunter? Der ist unten drunter, oder? Ja. Ja, da ist er. Ist eigentlich Friendly Fire? Ne, er ist ausgegraut. Wenn du auf jemanden zielst. Auto. Da kommt ein Auto, stehen. Jawohl. Einfach draufheizen, ja. Einfach eine Granate da drauf werfen. Oh oh. Da kommt noch was. Wo denn? Jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt. Ich hab die Granate schon in der Hand. Ich würde nicht so weit vorrennen. Also Johnny schmeißt auch an. Sehr gut. Dauert ja ewig, bis der Magen kommt. Ich habe leider kein C4 mehr. Das wäre geil. Nein, da. Hä? Ja, da kommt so ein Typ. Alter. Wow. Ey, Peter, du stehst da echt schlecht. Oder wer ist das? Dennis? Ne, Dennis. Komm. Komm. LOL! Haben wir mich gerade selbst in die Luft aber gejagt? Aber wieso haben wir die Welle survived? Die haben einfach zu lange gebraucht, denke ich mal. Achso. Weil irgendwie ist die... Bug. Johnny hat uns alle gekillt. Ist ja gerade mitten bei mir explodiert. Jetzt fährt ihr doch da hinten. Der fährt jetzt wieder weg. Ihr Leben brauche ich nicht, falls also jemand Leben braucht. Aber es gibt viermal Rüstung. Hier ist vier noch, Leute. Wobei, okay, hat einer von euch genommen.
Oh, sie kommen schon wieder. Ja, Waffe ist gezückt. Oh oh. Dieses das MG ist ganz schön geil. Also, wird hier mittlerweile aushalten, ist ja der Shit. Nicht da runtergehen, ihr Schwänze. Ich verstehe sowieso nicht, wo die da rumrennen. Komm schon her, Bruder. Ich geb dir den Stuff, den du brauchst. Oh oh. Die sind gerade bei dem Spot. Oh. Ja, eben diesen. Oh, wer hat denn eben die Dings eingesammelt? Bitte mal abschießen. Oder hab ich die? Ne, ich hab die nicht. Mann! Alter, wo kommst du denn her? Hab die auch nicht. Hab daneben geschossen. Boah, Jay, du sammelst das Ding nicht mehr ein, du hast zum zweiten Mal daneben geballert. Ah, Mann. Ich glaube, ich sterbe sofort. Ja. Das ist schlecht, ich bin da auch nicht. Bin auch gerade nicht so gut dabei. Oh, shit. Die haben mich leider eingekesselt, die Schweine. Ein Bauer schießt auf mich. Auf mich schießt der Heli. Ich brauch Rüstung. Warum spawnst du neben mir? Lol, ja. Weißt du, da bist du auf dem Weg zur Rüstung, plötzlich spawnen neben dir zwei Leute. Beziehungsweise, wobei die spawnen ja nicht, aber die sieht man dann. Aua! Also ihr müsst halt jetzt reißen gegen zwei Helis. Und noch so ein paar Leute. Ah, macht er. Ja, gucken wir mal. Da ist auch der Raketenwerfer wieder gespawnt. Johnny, willst du nicht in Deckung? Jay bleibt einfach, weißt du, der muss denen mal ein bisschen zeigen, wer der männlichere ist. Und der bleibt einfach stehen, wenn er auf den geschossen. Ich renne aber auch relativ viel rum, also... Was macht denn der Hubschrauber da? Das ist Bram. Ja, schieß auf Bram. Moment, das ist Bram, auf den schieße ich nicht. Ihr seid auf jeden Fall in guter Deckung von dem... Ja. Von dem Heli. Von den Hubschraubern. Nice. Oh. Hinter dir sind jetzt sind doch wieder welche gespawnt. Aber die sieht doch gar keiner, das kannst du mir doch nicht erzählen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wieso die angezeigt werden. Jay schießt mit der Pistole. Oh Gott, Jay, du hast gerade mega einen abgekriegt. Wie gesagt, der Raketenwerfer ist respawned, ne? Wo denn? Ich glaube von dem einen Heli, der tief fliegt. Ja. Ja, der macht gerade einen Abgang. Ich hab den Heli, ich hab den Schützen raus, den Flieger rausgeschossen. Sehr gut. Denke ich auch so eine Unschärfe beim Zielen im Hintergrund. Ja. Ja. Kann man einstellen. Nein, ich will das nicht. Wie kann man das denn einstellen? Das nervt mich nämlich tierisch. Grafikoption. Genau. Ja, weil wisst ihr, welche Option das ist? Heißt irgendwas mit Schärfe. Irgendwas mit Unschärfe wahrscheinlich. Davor könnte Bewegung stehen. Rechts der Raketenwerfer, Bram. Was, wofür? Ich weiß nicht, gleich kommt noch ein Heli. Ja, aber ich treffe die nicht. Ich zieh lieber immer auf den Piloten. Okay. Ja. Zwei Leute habt ihr noch. Wo ist der Typ denn? Da frage ich mich bei Jay die ganze Zeit. Achso, der ist bei dir. Ja, auch nicht. Ich weiß, wo ist denn der Wichser? Johnny hat Blut am Arsch. Geil. Da ist er. Da ist er, Jay. Ich melde mich selber mit dem anderen. Ich mach den mit den Fäusten. Was? Ja, ich bin männlich. Was ist er denn? Unten. Der ist unten. Ach, der backt da unten in der Wand drin. Ah! Nee. Hey! Oh, das ist Bram. Oh, Bram, ey! Ich wollte männlich sein! Okay, da hab ich was gekillt, der Wichser. Ich seh den gar nicht. Was Bam, Junge! Durch die Wand hab ich ihm gegeben. Guck mal da, Bam! Leute, ich bin in die drin! Ich hab ihm männlich gegeben in der Wand, sag ich doch! Weißt du? Klatschen muss es. Eine Schelle habe ich ihm gegeben. Ins Gesicht. Jetzt hänge ich in der Wand drin. Das ist schlecht. Kann ich mal raus? Da können wir fast, ohne Spaß, da können wir fast eine eigene Folge von machen. Lol. Ich bin im Nichts. Ich bin im Dunkeln. Ich bin tot. Überlebenskampf wird verlassen. Lol. Wow. Ich bin unter der Welt. Ich bin im tiefen Nichts. Ja. Bin ich gerade am runterfallen. Kill die von da aus. Ich habe aber einen Fallschirm fallen gelassen. Jetzt bin ich wieder. Ich bin tot. Sehr gut. Na schön. So, geht nee, ich lebe wieder. Ich lebe wieder, ich lebe wieder. Geil, geil, geil. Oh. Sehr gut. Boah, das wäre jetzt ganz schön blöd gewesen, nur zu dritt zu starten.
Das wäre richtig scheiße gewesen. Das ist so geil, wenn die umfallen, weil du die einmal anschießt, ey. Das ja, dann bleiben die da erstmal so ein bisschen rum. Also, ich finde, wir sollten uns auch gar nicht so sehr verteilen. Die kommen doch sowieso zu uns gelaufen, oder? Ja klar, die wollen ja uns alle killen. Ist ganz schön dunkel hier so langsam. Ja, wir kämpfen schon den ganzen Tag. Wir kämpfen halt den ganzen Tag. Ja. Läuft bei uns aber gerade. Das ist Welle 7, wa? Einer ist unter mir. Ah, da bist du. Ja, jetzt sind die alle unten. Boah, die im Dunkeln zu sehen, wird doch ganz schön scheiße. Absicht. Ich hab keine. Oh, da kommt ein Auto. Komm, komm, komm. Hä, what the fuck? Oh, Alter. Oh Gott. Abgesägte Schrotflinte. Oh, lol, der fährt ja durch. Oh, ich bin tot. Scheiße. Ah, die kamen von hinten. Damn, Junge. Fuck. Karre down. Sehr gut. Oh, unser guter Jay hat uns verlassen im Kampf gegen das. Ja, was ist das denn hier? Wieso kann ich nicht weiterlaufen? Take out the what? Achso, the enemy. Kann ich keine Ego-Perspektive von euch angucken? Nee, irgendwie doch. Nicht, leider. Oder doch? Du kannst C drücken, dann wechselst du in die Third Person bei uns. Oder war deine Frage Ego-Sicht? Das geht nicht. Er wollte Ego-Sicht haben, ja, genau. Nee, das geht nicht. Das hab ich auch schon ausprobiert. Boah, ich bin fast down. Oh. Aber fast reicht ja. Lol. Kommt schon wieder ein Auto. Das stimmt, da vorne kommt er. Wo ist die Karre, wo ist die Karre, wo ist die Karre? Oh nein, nicht hier runter springen! Ah, geil. Bam, Junge. Kommt noch ein Auto, da kommt noch ein Auto. Ja, der fährt hier aber gerade irgendwo am Arsch der Welt rum. Oh shit. Das ist cool. Bam! Die war alles, was explodiert. Oder was? Nennen wir es Nate. Also ich könnte mal. Wobei da gleich ja wieder neue Sachen erscheinen. Da kommt schon wieder ein Auto. Würde mich verkohlen? Jungs, mir gehen gleich die Granaten aus. Bin down. Könnte ich. Ist das passiert? Mich hat irgendeiner weggemacht. Was? Ja, wo fährt der denn da hinten hin? Ist der irgendwie verwirrt oder so? Ja, voll. Peter, das war männlich. Das war männlich. Einfach eine geben, Junge. Ja, richtig. Ich hab die Idee. Oh shit, das war zu nah. Wo fährt der denn da hin? Gewalt! Lust! Gewalt! Nein! Peter, zeig, was du kannst. Sehr gut, du bist der Letzte, Peter. Zeig, was du kannst. Peter, du bist der Letzte. Ich hab mir eine eigene Granate selbst vor die Füße geschmissen. Such den Typen, ich seh den da! Na, oh, Peter, ey, der Mafioso-Opa. Oh, da kommt da, jetzt da aber noch ein ganzes Auto, ne? Ja, ja. Easy. Aber die fahren immer noch verwirrt durch die Gegend. Die sind Peter, da, wo wir eben die Granate draufgeschmissen haben. Ich habe leider die Granate dagegen geschmissen. Ja. Das war nicht so gut. Das ist never. Ja, renn hin. Immer der Granate hinterherlaufen. Jetzt müssen wir oben. Mach's da. Nee, die sind da in der Kuhle drin, Peter. Du musst über das Haus unter werfen. Unter dir. Oh Gott! Ja, jetzt ja, die, ist, die ist gut! Der trifft, der trifft. Nee, der trifft nicht. Geil. Ich glaub, du musst rechts schießen, ist einer um die Ecke. Hinter dir! Hinter dir! LOL! Oh, lol. Wo kamen denn noch welche hinter mir her, ey? Ja, bis Welle 18 mal gekommen. 2300 RP, das war nicht schlecht. Ja, cool. War mal eine XXL-Folge. Ich glaube, das dürfte die längste Folge feiern, die wir von GTA Online bisher gemacht haben. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut's rein. Tschüss. Ciao.